I've been thinking. Shiv sent a lot of guys after Cam in the last few years. They all disappeared. Do you understand? Bei The Crew handelt es sich um das neueste Rennspiel-Baby der zwei Studios hinter Titeln wie Driver San Francisco und Test Drive Unlimited. Ähnlich wie in diesen Spielen steht euch eine frei befahrbare Welt zur Verfügung. Jedoch handelt es sich bei The Crew nicht um einen einzelnen Landstrich oder eine Stadt, sondern um eine Miniaturversion der gesamten USA. Laut Entwicklern braucht es 90 Minuten, um die Map mit einem Sportwagen von Ost- zur Westküste bzw. umgekehrt zu durchfahren. Ob das stimmt, konnten wir noch nicht überprüfen. Dass sie wirklich sehr, sehr groß ist, lässt sich aber schon jetzt sagen. Insgesamt erwarten euch 16 US-Metropolen wie Miami, Los Angeles, Seattle oder Washington. Daneben gibt's aber auch kleinere Ortschaften sowie berühmte Locations wie den Grand Canyon oder die Rocky Mountains. Hier sind wir gerade in New York unterwegs. Der Titel The Crew kommt übrigens nicht von ungefähr, sondern leitet sich von den Viererteams ab, welche ihr mit anderen Online-Rasern bilden könnt. Zwar könnt ihr nämlich so gut wie alle Missionen, also sowohl in der Story als auch die Nebenaufgaben, alleine bewältigen. Mehr Spaß macht's aber mit Mitspielern. Und auf diesem Spielerlebnis liegt auch ganz klar der Fokus. Alles, was alleine geht, geht also auch im Team. Also sowohl solche Rennen wie das, was ihr hier gerade seht, als auch Aufgaben wie Zerstörungsmissionen oder Fluchtfahrten vor der Polizei. Neben den großen Missionen gibt es sogenannte Skills, kurze über die Map verteilte Aufgaben, die ihr aktiviert, indem ihr durch das entsprechende Emblem fahrt. Der Missionsbeginn muss also nicht erst bestätigt werden. Hier sieht man gerade eine solche Skill-Mission. Aufgabe hier ist es, im schönsten Slalom um die leuchtenden Signale zu fahren. Ja, und hier ist gleich die nächste Skill-Aufgabe, einfach nach Aktivierung möglichst präzise durch die Leuchttore brettern. Diese Aufgaben sind in wenigen Sekunden erledigt und lockern den Rennalltag angenehm auf. Ja, und natürlich bekommt ihr für eure Mühen auch eine Belohnung, sonst wird es ja keinen Sinn machen. Wenn ihr die Skill-Aufgaben erfolgreich abschließt, erhaltet ihr einerseits eine Bewertung, wie gut ihr euch geschlagen habt, andererseits werdet ihr mit verschiedenen Autoteilen belohnt, mit denen ihr eure Karren aufmatzen könnt. Also das ist euer Loot quasi. Das werdet ihr auch gleich sehen, hier nämlich, hier haben wir einen Reifen gewonnen, den wir nun entweder sofort an unser Auto anschrauben können oder aber in die Werkstatt schicken, wo wir uns nachher in aller Ruhe drum kümmern können. In der Werkstatt könnt ihr in insgesamt 19 Kategorien an den knapp 40 lizenzierten Schlitten herumschrauben. 11 Kategorien sind dabei für die Leistung zuständig, 8 davon haben lediglich auf das Aussehen Einfluss. Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr die eingebauten Teile auch gleich ausprobieren, wobei die Entwickler sogar das Innenleben der Autos entsprechend animiert haben. Das ist jetzt nicht unbedingt sinnvoll, sieht aber definitiv cool aus. Ob es den Entwicklern gelingt, den Plan eines über Monate hinweg motivierenden Auto-MMO-RPGs zu realisieren, muss sich noch zeigen. Spaß macht The Crew auf jeden Fall schon jetzt jede Menge.